Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lego-Lädchen an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich für euch mitgebracht habe. Hier haben wir die 75052 von 2014 aus der Star Wars-Serie Mos Eisley's Kantine. Ganz genau so ist es. 600 Teile rund, 7 glorreiche Figuren, ein paar nettes Zeug und ein Gefiech. Ja, ist das sensationell. Das ist natürlich ein Episode 4 Set, vollkommen klar. Und 2014 hatten wir noch ein paar richtig coole Sets am Markt. Also diese 75050er Serie generell. Also mit dem großen 54er AT-AT und dem 55er Star Destroyer, das war ja super. Ja, das ging richtig vorwärts. Und diese Kantine, wir haben ja momentan die 75205 am Markt. Und die ist nur bei den Spezialisten zu kriegen. Die hier war im freien Markt, 70 Euro damals, natürlich wesentlich günstiger gelaufen. Und dafür hat man ernsthaft was bekommen, insbesondere die Band. Wir müssen die Band wieder zusammenbringen. Und immerhin haben wir da 3 gekriegt. Und es war großartig. Ich zeig mal kurz, worum es geht. Geld, so machen wir es, ganz genau. Fangen wir doch mal an. Denn hier seht ihr schon drumrum irgendwo, der Hund hat es gefressen, würde ich sagen. Ich habe keinen. Hier ist noch so ein Geschirr herum, ein Reitgeschirr. Ich habe es irgendwo hingetan, ich weiß nicht wo. Ich muss es irgendwo finden, ich wollte es euch trotzdem zeigen. Also, hier haben wir ein Reitviech. Dubek nennt sich das Viech. Man kann den Schnabel aufmachen. Da sind eingedruckte Zähne oben und unten drin. Also die unten sind auch geformt, aber dann sind sie nochmal angepinselt. Nette Augen, bisschen Print. Ich halte mal irgendwie ein bisschen wackelig vor die Kamera. Könnt ihr mal gucken. Hier oben ist ein schöner Sattel drauf. Da kann der Sandtrooper dann drauf und kann mit ihm in den Sonnenuntergang reiten. Wunderbar. Bestimmt auch ganz lecker. Ja, so ist es. Der ist schon mal sehr wichtig. Das hier, 6 Monats Durchschnitt Bricklink, liegt bei 20 Euro. Völlig abgefahren. Also für 55 damals am Markt hat man ungefähr die Kantine gekriegt, standardmäßig. Ja? 20 Euro. Dann kommen wir, und das habe ich ja eben schon kurz angesprochen, zur Band. Das ist die Band. Ist die cool, die Band? Die ist cool, die Band. Es ist dreimal exakt die gleiche Figur, nur mit einem anderen Mikro in der Hand. Der eine hat keins bekommen. Ist vielleicht auch besser so. Und die anderen beiden haben gebastelte Mikros aus Tab, Lever und hier, Dings da halt, hier in so einem schwarzen Lichtschwerthalter. Ja, und einem Stuhlbein. Oder einem Teleskop, je nachdem, wie man es möchte. Fernglas. Also auf jeden Fall das zusammengebastelte Zeug. Einmal die Band. Auch mit bisschen Rückenprint. Aber nur ein bisschen. Coole Köpfe sind halt die Mega-Aliens. Und sehr, sehr beliebt. Sehr beliebt, immer noch sehr beliebt. Und 3 in einem Set. Also, damit hätte ich nie gerechnet, dass Lego das macht. Und wir fanden das damals schon sehr, sehr cool. Sie sind immer noch sehr beliebt. Und das hätte es auch jetzt, ich habe es auch mal natürlich mal durchgesplittet und geguckt. Momentan hat es 140 Euro Teile wert. 80 Euro davon entfallen auf die Figuren und das Viech. Das Set selbst hat keine abgefahrenen Teile. Ich gehe später ein bisschen durch, weise mal aufs eine oder andere hin, aber da ist nichts dabei, was irgendwie schockt. Das hier kriegt man super leicht nachgebaucht, insbesondere weil der 75173 Speeder ja aktuell im Markt ist. Das heißt, diese ganzen fleischfarbenen Geschichten sind verfügbar. Der Rest ist nichts Besonderes. Es geht um die Figuren. Dann haben wir hier den Sandtrooper, der liegt auch beim 20er. Neu, Bricklink, 6 Monats Durchschnitt. Nicht irgendwo gebraucht, was für sich auf dem Flohmarkt. Da kriegt man wahrscheinlich für 2 Euro, weil keiner weiß, was es ist. Und daneben noch Greedo. Der hat übrigens zuerst geschossen, ich bin mir ziemlich sicher. Und ich bin übrigens ja auch eine absolute Institution, wenn es um Star Wars geht. Ja, Harry Potter und Star Wars, vielleicht noch Herr der Ringe. Das sind meine 3 Sachen, da könnt ihr mich alles fragen. Ich weiß genau Bescheid. Der Greedo ist ja auch in der anderen Variante in der aktuellen Kantine dabei. Und die Sandtrooper gab es eigentlich in vielen Variationen. Aber die anscheinend ja doch ein bisschen eine Angelrute dabei, geht später noch ein bisschen was fischen. Und irgendwas geht ab hier mit diesem über die Schulter geworfenen Cape. Super beliebte Figur. Und dann haben wir hier genauso wie der Han. Der Han ist auch, Moment, da hat ein bisschen schiefen Kopf, muss ich gerade rücken. Der Han ist auch sehr beliebt, obwohl er noch im 75030 in dem Microfighter Millennium Falcon vorkam. Also in dem 10-Euro-Set. Mittlerweile liegt die Figur bald bei 10 Euro. Irgendwas ist mit der. Dazu natürlich noch Obi und Luke. Klare Sache. Nichts Besonderes. Ich zeige euch auch mal das Wendegesicht. Mama, hat der nicht auch eins? Na komm her, mach die Friese weg. Nee, Obi hat keins. Luke hat nur eins gehabt. Ja. Und ja. Ah, ich wollte euch auch noch beim Sandtrooper, der hat das Klongesicht. Ja, Standard hier.
Standard-Klongesicht. Nix Außergewöhnliches. Und ja, beim Han Solo sieht man ein bisschen, ich meine, das ist eine beliebte Figur, ist ernsthaft irgendwie teuer. Aber wenn man seine Frisur aufsetzt, sieht man irgendwie Gesichtszüge von, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt eingefangen wird, aber da sieht man auch Gesichtszüge, bisschen was hier, Kinngrübchen, Seiten angemalt, irgendwas, also keine Ahnung, warum die teuer ist, warum die hochgeht. Cooler Print, okay, Gürtel und so, alles in Ordnung, aber naja, das sind auf jeden Fall die Figuren. Und jetzt reden wir doch mit Billy Teil. Also wir haben hier einen kleinen Sandspeeder. Wie gesagt, aktueller Markt. Ich messe ihn mal kurz. Ne? Übrigens, Reitviech hat 17 cm. Der hat so 19, 18. Und das sind knapp 12 und ja, super flach 5. Kantine, so ausgefallen jetzt 32 mit einer Höhe von, sagen wir mal, 10. Und sind wir großzügig, 10 in der Tiefe. Haben wir einen Sandspeeder. Wie ich schon sagte, Fleischfarben. Hier unten nette Platten drunter. Die drei Düsen. Das sind alles 6 Cent Teile, 5 Cent Teile, 15 Cent Teile. Nichts Besonderes. Wirklich ziemliche Standardgeschichten. Es sind Aufkleber. Was ihr hier seht, irgendwie an coolen Sachen sind Aufkleber. Lösen sich ja auch schon ein bisschen ab. Set ist schon 4 Jahre alt. Das Einzige, was ein wenig so eine Besonderheit ist, sind hier diese zwei Schläuche, die hier umgeführt sind. Das sind keine Pneumatikschläuche, keine normalen Pneumatikschläuche, das sind diese harten Schläuche. Und die sind hier durchgezogen. Die gibt es ansonsten noch in den UCS Millennium Falcon und in der 21003 Seattle Space Needle aus der Architecture Serie. Da sind die drin. Und nur damit ihr mal eine Idee bekommt, was da gemacht ist. Ich hoffe, es fliegt jetzt nicht komplett auseinander. Die sind hier, zum Thema komplett auseinanderfliegen, ich muss hier ein bisschen festhalten, die sind hier so rumgelegt. Ja? Da sind Paneele an der Seite, um das zu befestigen, und dann ist es einfach so rumgeführt. Und ich halte es jetzt oben mit den Daumen fest, damit es nicht rausspringt. Und wird dann durch Aufsetzen dieser Platten wieder stabilisiert. Das ist der große Plan dahinter. Ist ein stabiles Kerlchen, ist überhaupt nichts zu sagen. Hat drin zwei Sitzplätze, sind noch ein paar Sticker angebracht und das passt. Hier hinten, das kann man abnehmen, da kann man Lichtschwerter reinlegen und dann haben wir hier die, ja, also es ist alles halb so wild, alles ganz entspannt, aber ein kleines nettes Ding, mal flitzt damit rum, warum nicht, völlig okay. Den könnte man auch mal in groß machen, überhaupt diese Kantine statt dieser sinnlosen Cloud City, die aktuell am Markt ist, finde ich, hätte man mal die Kantine richtig dick malen können und so ein Sandspeeder richtig dick, aber gut. Jetzt kommen wir aber mal zur Kantine, um die geht es ja hier schließlich. Gucken wir uns die doch mal an, die ist farblich natürlich völlig in Ordnung. Es sind auch keine Füllselfarben, die dusselig sind, irgendwo verbaut, das ist echt alles fein. Auch hier unten drin, habt ihr eben kurz gesehen, sind 2x4 Bricks in Light Bluish Grey. Also die hätte man wunderbar in irgendwie Türkis da reinknallen können oder Pink. Man hätte sie nicht mehr gesehen von außen. Aber damals haben die sich auch innen sogar noch ein bisschen Mühe gegeben. So, und jetzt schauen wir mal. Ihr seht schon hier eine Funktion, man kann diese beiden kleinen Räumchen, kann man rausschieben, um sie besser zu bespielen, zu bestücken und dann wieder reinwandern lassen. Das ist eine sehr nette Idee. Ich heb's einfach mal kurz hoch, ist ja stabil. Ihr könnt mal kurz gucken. Fängt hier drüben an. Diese Kuppe hier ist das einzig spezielle Teil. Die ist exklusiv. Und trotzdem ist sie nicht teuer. 40 Cent oder so. Der Rest ist absolute Standardware. Da ist nichts Dramatisches dabei. Aber es ist nett zusammengesetzt und darum geht's ja schließlich auch. Also, wir fangen mal hier an. Das hier ist eine Tür, die kann man kippen. Und das hier ist eine Schiebetür, die kann man dann auf und zu machen. Ne? Ist hier ganz simpel auf so zwei Schienen angebracht und kann man auf und zu ziehen. Ist ganz wunderbar. Kennt ihr ja diese Schiebesysteme, sind auch völlig fein. Wenn man jetzt hier reinguckt, seht ihr hier einen Droid-Detektor. Heißt das Ding, glaube ich. Ich als Spezialist weiß es natürlich genau. Und ansonsten sind es hier diese netten klassischen Farben, wie man sie gerne haben möchte. Die Hinges hier in Tan sind okay, aber jetzt auch nichts, wo man sich irgendwie wahnsinnig wichtig macht, wenn man davon welche hat. Die sind aber angebracht. Dann haben wir hier natürlich die, und hier hinten, das kann man, hier kann man rein und rausziehen, ja, damit die Einbauten hier bewegt werden. Hier drin seht ihr die Szenerie, wo Han Solo und Greedo sitzen. Nebendran, was haben wir da nochmal? Ah, hier haben wir auch nochmal ein Stück dazu. Da kann man, wo stellen wir da nochmal rein? Ach,
einfach eine Band reingestellt, im Zweifel zwei Leute reingestellt, quatschen da, was weiß ich. Also ganz ehrlich, denkt euch was Lustiges aus, was ihr da reinstellen wollt. Versucht mich gerade in die Szene zu erinnern, vollkommen keine Ahnung. Aber nebendran, das gefällt mir sehr gut, ist die Bar angebracht. Und die Bar ist jetzt ja eine Enttäuschung im aktuellen Set, weil es ist eigentlich genau das Gleiche, nur in schlecht. Und hier hat man sie jetzt nochmal in der Größe einfach hingesetzt und das ist vollkommen fein, ist alles dabei. Ich meine, das aktuelle Set hat ja auch den Landspeeder nicht dabei. Das relativiert natürlich dann den Preis. Das ist ja sozusagen die aktuelle Kantine mit dem Landspeeder addiert, sind ja 80 Euro, das waren 70 Euro. Also irgendwie so in der Art rechnen die sich das wohl zusammen. Ich finde aber hier die Bar cool, die aktuelle ist einfach nur eine Kopie davon. Ich drehe sie auch mal rum. Hier hinten ist so ein lustiges Viech, was man zusammenbaut. Das habe ich hier einfach nur mal angeklipst. Also das kann man einfach abnehmen, ja. Und hinstellen und schön. Hier ist nochmal die Innenseite der Bar. Da sind auch ein paar nette Schubladen, die man rausziehen kann. Und kleine schöne Details. Es sind irgendwie Blaster mal überall hingestellt. Es ist völlig in Ordnung. Also man kann die Szenerie nachspielen. Man kann das nachstellen. Sie wurde sehr oft gekauft. Sie wurde auch bei mir mehrfach gekauft, einfach um sie größer zu bauen, um die Band aufzustocken. Die anderen Figuren wurden verkauft. Es waren Wahnsinnsteilespender. Sehr nett hierbei ist noch, dass man, wenn man möchte, das hier alles so zusammenklappen kann. Und dann ist es außerordentlich handlich. Und dann hat man das hier beisammen. Und es ist ein stabiles Ding. Alles völlig okay. Achso ja, das Dach kann man natürlich aufklappen. Also wenn es so eine Kuppe ist, dann kann man es natürlich klappen. Aber das habt ihr euch eh gedacht. Das ist, ihr kauft wegen der Figuren. Fassen wir es zusammen. Das hier zu bauen, das ist zwar nett, um das irgendwie im kleinen Maßstab nachzuspielen, aber ich glaube, jeder, der die Kantine mag, braucht sie größer und baut sie dann um. Ähnlich wie Jabba's Palace damals ja auch mehrfach gekauft worden ist. Und es ist, das Farbschema ist ja identisch, also das kann man auch zusammenschmeißen und dann sich was Großes bauen und dann sieht es nach was aus. Und vielleicht kriegen wir es ja mal in UCS, den Palace oder auch die Kantine. Das wäre ja mal klasse. Dann haben wir was Großes. Vielleicht kommt aber auch einfach nochmal eine Slave und nochmal ein Snowspeeder. Hat man noch nicht so oft. Oder ein Vibing oder irgend sowas. Das sind ja die Klassiker. Ich fände aber so eine große Kantine, fände ich mal richtig cool. Da hätte ich richtig Spaß dran. Ihr vielleicht auch. Und vor allem wegen des Farbschemas. Also das wäre ja mein Ding für euch vielleicht eher, weil ihr Star Wars-Fan seid. Aber es ist ja egal, von welcher Richtung man kommt. Hauptsache man hat viel Freude an dem Set. So ist es. Ich guck mal, dass ich hier noch das Zeug finde. Das muss man drumherum. Und dann denke ich, wandert das Set irgendwann mal in mein Lädchen und dekoriert mich da ein wenig. Ja? Genau. Also und den Laden. Und mich. Und euch. Und wir freuen uns dann alle, dass es da ist. Genau. So ist der große Plan. Jetzt gucke ich mal. Die Band, bisschen Musik im Hintergrund gespielt. Ich finde den Sandtrooper wirklich cool. Der hat einen coolen Print. Das ist alles ziemlich in Ordnung. Vielleicht sollte ich mir den Film auch nochmal angucken. Dann weiß ich auch genau, worum es hier geht. Und der Speeder. Ja, wie gesagt, es gibt den momentan hier einzeln. Das wird wohl nicht euer Kaufargument sein, sondern tatsächlich eher die Figuren. Und vor allem das nette Reitviech. Und da sind wir. Ach, hier hinten ist noch, übrigens noch ein langer Knochen. So sind wir. Kommt mich doch mal besuchen. Im schönen Frankfurt am Main. Donnerstag, Freitag, Samstag bin ich in meinem Lädchen normalerweise. Guckt aber doch einfach auch kurz auf meine Webseite. Da habe ich das ja auch hingestellt. Ich werde nämlich jetzt im Winter auch Dienstag und Mittwoch öffnen. Und nach dem Winter wird es sich wieder ändern. Deswegen schaut mal kurz rein. Aber ansonsten könnt ihr sicher sein, ich mache nicht zu wegen irgendwas mal einen Tag oder sowas. Ich bin die Tage, die dort stehen, da auf jeden Fall. Kommt gerne vorbei. Ersatzteile habe ich nicht in meinem Laden. Denkt bitte dran, bestellt sie über meinen Bricklink-Shop und ich lege die Sachen dann bereit. Und bitte keine E-Mail schreiben. Ihr wisst doch Bescheid, ich antworte doch nicht. Wird doch großartig. Also, wir haben viel Freude. Ich kopiere das hier nochmal ein bisschen. Den Angler und so seine Sache. Schauen wir mal, was wir da nochmal Alternatives draus machen können. So ist es. Habt eine gute Zeit. Bis bald.